Hallo, meine Lieben, wie geht es euch? Ich werde heute mal wieder ganz doll unterbrochen. Ja, ich hoffe, dass euch mein letztes Video gefallen hat. Ich habe gedacht, ich muss das Video machen, aber nicht nur wegen der Ehescheidung, sondern weil ich einfach auch damit zeigen wollte, dass wir aufpassen müssen mit erstens Übersetzungen. Und zweitens Auslegungen. Und drittens Kultur. Ja, Traditionen. Die drei Dinge sind wirklich sehr wichtig, dass wir sie im Kopf behalten, wenn wir die Bibel anschauen. Das heißt, wir müssen daran denken, dass diese Auslegungen von Traditionen beeinflusst waren. Traditionen, das heißt schon jahrhundertelang wird etwas gleich erzählt, ob es jetzt richtig ist oder falsch. Zum Beispiel Ehescheidung. Weil ja die Ehe unter der katholischen Kirche ein Sakrament war, ja, hat zwar Luther das nicht mehr als Sakrament gehalten, aber trotzdem hat er noch die Idee, dass man eine Ehe nicht scheiden darf, beibehalten. Ja? Und hat dadurch auch, und dadurch war, wurde dann auch seine Übersetzung beeinflusst. Ja? Oder davon wurde seine Übersetzung beeinflusst. Ihm wurde also nicht bewusst, dass, was war jetzt das Wort wieder? Ich habe es ganz vergessen. Apollo. Ja, ich glaube, das war das griechische Wort. Das heißt, wegschicken ist nicht unbedingt unter dem Gesetz Mose eine legale Ehescheidung. Ja? Das heißt, nein, wir dürfen eine Frau oder man darf die Frau nicht einfach wegschicken, sondern man muss ihr einen Scheidebrief geben. Und so kommen oft eben durcheinander, also Missverständnisse hervor. Und wir müssen dann wirklich danach suchen nach der Wahrheit. Ja? Und mir wurde das sehr klar vor 25 Jahren, als ich angefangen habe, mein Buch zu schreiben. Leider auf Englisch. Aber wenn ihr schon länger meine Videos verfolgt, wisst ihr, dass ich ein Buch geschrieben habe. Entschuldigung. Und in diesem Buch habe ich halt sehr viel Nachforschung gemacht über die Schöpfung von der Menschheit. Mir wurde sehr klar, als ich die Nachforschung gemacht habe und ja, dass eben das erste Wesen kein Mann war, sondern ein Mensch. Ein Mensch, der weiblich und männlich war. Das heißt, er hatte beide, wie nennt man das? Hatte beide Zutaten. Die Zutaten des Mannes, die Zutaten der Frau. Und wir wissen ja, dass die Chromosome anders sind beim Mann wie bei der Frau. Das heißt, in diesem ersten Menschen waren alle vorhanden. Gott hat nichts geändert in diesem, als er den Menschen geteilt hat. Und er hat den Menschen geteilt. Und da sehen wir halt dann wieder eine falsche Übersetzung. Und zwar die Rippe ist eine falsche Übersetzung. Entschuldigung. Meine Nase läuft. Und es sollte eigentlich Seite sein. Sella, Originalwort, sollte eigentlich mit Seite übersetzt werden. Ich habe da eine lange Studie gemacht. Ich habe mir dieses Wort Sella in verschiedenen Stellen im Alten Testament angeschaut. Es waren alle Seiten. Es waren nie, nie, nie Rippen. Die Seite von einer Tür, die Seite von einem Berg. Ja, ist immer Seite, nicht Rippe. Das ist eine Rippe von der Tür oder die Rippe von dem Berg. Eine Sella, die Seite.
Und deswegen hat Gott den Menschen, den ersten Menschen, geteilt. Ja? Keine kleine Rippe genommen und daraus hat er dann irgendwie eine Frau geformt. Nein, weil wir auch hören, dass er ja Fleisch und Gebein nahm aus diesem ersten Menschen. Nicht nur eine Rippe, sondern Fleisch und Gebein. Das heißt, alle Dinge, die er gebraucht hat für diese, ja, Frau, hat er aus dem ersten Menschen genommen. Und dann war halt der Mann übrig. Er hat also sozusagen den ersten Menschen geteilt. Ja? Anders kann man es nicht sagen. Er hat ihn geteilt. Wie wenn du einen Apfel hättest, ja, und jetzt teilst du den Apfel. So, genau so. Ja? Und dann ist halt ist die Frau gewesen, auf der Seite war der Mann. Und deswegen hat ja dann auch, das ist, glaube ich, in Genesis 2 irgendwo, ja, das könnt ihr selber nachschlagen, wo dann Gott sagt, darum verlässt der Mann, seinen Vater und Mutter und hängt seiner Frau an. Ja? Weil sie, das steht zwar nicht da, aber das deswegen, ja, bezieht sich ja auf das Vorhergehende, die Teilung, deswegen, weil sie geteilt wurden, verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seiner Frau an. Nirgends sieht man daraus, dass der Mann über der Frau steht. Im Gegenteil. Im Gegenteil, Leute. Das ist erst später gekommen, dass der Mann über die Frau regiert. Am Anfang sollte der Mann Vater und Mutter verlassen und dann seiner Frau anhängen. Und die Frau, die ist ja was mit Vater und Mutter zusammen. Der hat man nicht gesagt, verlässt Vater und Mutter. Und was ist dann passiert nach dem Sündenfall? Ja, nach dem Sündenfall verlässt dann die Frau Vater und Mutter und hängt ihrem Mann an. Und da ist irgendwas falsch gegangen. Und was war das Falsche? Ja, natürlich der Sündenfall. Ist ja klar. Da wurde der Mensch beide sündig, egoistisch, die haben dann nur an sich selber gedacht. Und dann ist natürlich der Stärkere, wird über den anderen herrschen. Es tut mir leid, aber ich bin gerade zurückgekommen von einer kleinen Wanderung und es ist so staubig, also so windig und staubig draußen, dass mir alles in die Nase ging und jetzt läuft meine Nase. Aber weiter. Ja, und das war eben mein Buch. Und aus dieser Folge, ne, dass Gott sie eigentlich gleichberechtigt erschaffen hat. Das heißt, der Mann wurde nicht erschaffen, dass er über der Frau steht. Und weil das den Sündenfall verursacht wurde und wir nicht mehr unterm Sündenfall eigentlich leben sollten, wenn wir in Jesus sind, dann sollte das eigentlich in der Ehe und in der Gemeinde nicht der Fall sein, dass da eine Hierarchie ist. Ja, daraus folgt das. Und immer wieder, wenn ich eben Leute habe, die das ansprechen, die Frauen sollen zum Beispiel nicht reden in der Kirche oder nicht predigen oder sonstige Dinge, ja, dann kann ich euch sagen, dann sträubt sich das gegen was ich eben gefunden habe. Und heute habe ich gedacht, rede ich mal darüber, weil ich habe darüber schon geredet, aber ja, ist schon wahrscheinlich eine lange Zeit her. Das heißt, das ist meine Basis, worauf ich meine Gleichberechtigung, biblische Gleichberechtigung baue. Der Mensch wurde gleichberechtigt, Mann und Frau als eins kreiert. Dieser Mensch wurde geteilt. Warum?
Weil Gott gesagt hat, es ist nicht gut, dass dieser Mensch, Mann und Frau, allein sind. Er möchte, dass beide Partner sind. Und deswegen hatte er Partner geschaffen, die sich gegenüberstehen. Und das könnt ihr lesen. Ja? Ein Partner, der ihr gleich ist, oder ihm, viele sagen ja ihm, weil sie gedacht haben, weil sie denken, der Mann wurde zuerst geschaffen. Nein, er wollte einen Partner, der gegenübersteht. Und deswegen ist er auch die Seite. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig, ja, dass sie ja beide von dem gleichen Menschen geschaffen sind. Und nun ein Gegenüber sind für einen anderen. Das heißt, die Frau ist nicht jetzt eine Helfer für den Mann, sondern auch der Mann ist Helfer für Frau. Ja, ist doch ganz klar. Gott möchte, hätte die Frau ja nie auch alleine gemacht. Die Frau braucht ja auch einen Helfer. Leute, überlegt euch das. Ja, das ist ja das. Er hat gesagt, er will nicht, dass ein Mensch allein ist. Sondern er hat ja deswegen die zwei auseinander gemacht, damit sie erkennen, hallo, wir sind Partner. Und wir Menschen wollen das nicht sehen. Warum? Weil wir lieber auf den Sündenfall schauen und sehen, was passiert ist nach dem Sündenfall, als das anschauen, was Gott wirklich geschaffen hat. Und da müsst ihr dann wirklich die Originalwörter anschauen. Zum Beispiel Helfer. Ja, ein gegenübergestellten Helfer. Ja, Esa ist der Helfer. Connector, sowas ähnliches. Ja, ihr könnt euch da wirklich die Originalwörter anschauen. Und es wird dann ganz, ganz bewusst, dass er einen Helfer gemacht hat oder ein Gegenüber, das ihm entspricht. So ist es übersetzt, wenn er das der Nachforschungen macht. Ja, Esa Connecto, glaube ich, heißt das. Ja, ein Helfer, der ihm entspricht. Ja, so heißt es. Aber beide sind ja diese Helfer, die... Ja, wir müssen uns gegenseitig helfen, ja, und ja, eigentlich sollten sie sich gegenseitig, wie nennt man das auf Deutsch, Rechenschaft ablegen. Ja, sie sollten ein Spiegel sein für gegeneinander, ja, also das heißt, der Mann sollte für die Frau ein Spiegel sein und die Frau sollte für den Mann ein Spiegel sein. Das heißt, der Mann und die Frau sollten sich gegenseitig zeigen, wo sie Fehler haben. Ja? So sehe ich das. Habe ich das gesehen, als ich das studiert habe. Ja, ein Gegenüber. Und so wurden sie geschaffen. Ja? Und erst nach dem Sündenfall kam das halt, dass die Frau unten drunter war, der Mann obendrauf. Warum? Ja, weil er dann stärker wurde und natürlich egoistisch. Und er hat dann eben die Führung übernommen. Und die Frau musste dann eben nur Mutter sein. Das ist ja das Wort Eva. Mutter alles aller Lebewesen. Und da wurde sie dann, zudem wurde sie dann delegiert. Ja, sie musste das dann machen. Sie wurde sozusagen in die Küche geschickt, in die Frauengemächer zum Kindergebären. Ja? Und der Mann, ja, hat halt gemacht, was er gemacht hat. Und viele wollen das nicht sehen, viele wollen das sehen, als wie Gott sie geschaffen hat. Und das stimmt aber nicht. Stimmt überhaupt nicht. Er hat sie gleichberechtigt geschaffen. Er hat auch gesagt, der Mann soll Vater und Mutter verlassen. Und heute ist das aber, oder in der Geschichte, sagen wir so, war das immer andersrum. Ja? Ich kenne keine Kultur, wo der, ja gut, es gibt sicher solche Kulturen, aber
die meisten Kulturen sind halt eben nicht so. Die in den meisten Kulturen verlassen die Frau, Vater und Mutter und hängt dem Mann an. Ist einfach mal so, ja? Und, aber das ist wegen dem Sündenfall. Nicht, weil es Gott so angeordnet hat. Warum hat Gott das so angeordnet? Vielleicht das einfach da, also dass der Mann Vater und Mutter verlässt. Warum? Dass da vielleicht eine Balance da ist. Ja? Der Mann, der Stärkere, soll eben dadurch in Balance gehalten werden, dass er halt in der Familie lebte von der Frau. Ja, ich nehme jetzt das mal an, weil das ist nicht erkennlich, aber ich kann mir das gut vorstellen. Weil, ja, na gut, vor dem Sündenfall gab es ja das nicht. Der Mann hat die Frau akzeptiert für ein gleichberechtigter Partner. Ja? Und erst nach dem Sündenfall hat er dann sich über die Frau überhoben. Ja? Da hat er dann einfach die Frau im Grunde ausgenutzt. Da wurden Frauen wurden dann ausgenutzt. Sie wurden dann zu einer Art von Besitz, ja? Vielmals in der Geschichte, wissen wir, oder vielmals, fast meistens, in der Geschichte sind Frauen Besitz. Sie wurden so behandelt. Und wenn wir nun wissen, ja gut, manche können da immer noch sagen, nee, das stimmt nicht und bla 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 und nee, 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 ja, sie können das falsch auslegen. Ist doch ganz klar, ja? Was hat Gott gesagt zu dem ersten Mann? Oder nicht Mann, also zum Adam. Sie sollen beide über die Tiere und über die Welt regieren. Ja? Nicht übereinander. Er hat das vielleicht sogar beiden gesagt. Ja? Macht euch die Tiere untertan. Macht euch die Erde untertan. Das hat er beiden gesagt. Er hat nicht gesagt, hallo Mann, mach dir deine Frau untertan. Ja? Und dann kommt Jesus und er sagt das wieder das Gleiche. Er sagt wieder gleich, hallo, es gibt keine Hierarchie im Königreich Gottes. Sagt er sofort. Ja? Ihr macht das nicht wie die Heiden. Die Heiden, die über die anderen regieren. Das habe ich nicht vor von euch. Und das ist auch irgendwo im, glaube ich, Matthäus. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau wenn, genau wo. Ja, das sagt er ja auch von den, spricht er auch von den Heiden, die über die anderen regieren. Und er sagt, nein, bei euch ist es nicht so, weil sie wollten wissen, hallo, kann ich mit dir ja im Reich neben dir sitzen und mit dir regieren? Und Jesus hat gesagt, nee, das gibt es in meinem Reich nicht. Ja? Nein, ihr seid gleichberechtigt, ihr sollt euch gegeneinander also dienen, hat Jesus gesagt. Es gibt keine Hierarchie im Reich Gottes. Und dann frage ich mich, warum wollen dann diese Männer oder auch Frauen dieses Reich in der Gemeinde wieder einführen oder erhalten? Lass mal so sagen, weil sie haben es ja noch nie geändert. Ja? Sie haben ja noch nie richtig, wirklich angefangen, so wie es Gott wollte oder wie es Jesus wollte. Jesus hat gesagt, ihr dient einander. Und Jesus hat den Heiligen Geist ausgeschüttet. Eure Söhne und Töchter werden weissagen. Ja? Er hat keinen Unterschied gemacht mit diesem Heiligen Geist. Das war eben das ganz Wichtige, das Jesus gebracht hat. Er hat Freiheit gebracht den Männern und den Frauen. Und Gleichberechtigung, ja, und ja, ihr sollt euch einander schon einander dienen. Nicht die Frau soll sich unterordnen dem Mann, sondern nein, der Mann ist auch untergeordnet der Frau. Ja, und da sagen, na, nee, das stimmt gar nicht. Epheser hat gesagt, die Frauen sollen untergeordnet sein. Ja, dann lest aber mal das kurz vor da, ich glaube 20, ja, Vers 20. Ordnet euch einander unter. So hat er das Ganze angefangen. Ja?
Wenn er dann sagt, Männer liebt eure Frauen, was denkt ihr denn, was lieben ist? Das ist eine Unterordnung. Wahre Liebe ist Unterordnung. Jesus ist für uns gestorben. Er hat sich untergeordnet. Er hat sich als weniger gesehen wie mir. Er hat sich hingeopfert für uns. Ja, Leute. Es tut mir leid, die Nase, die läuft und läuft. Genau so ist nämlich es der Fall gewesen. Und wir legen es aber so aus, wie es uns gerade passt. Aber der Paulus hat doch gesagt, die Frauen sollen nicht reden. Ja, dann überlegt mal, warum er das gesagt hat. Warum hat er gesagt, oder geht mal zum Urtext. Ich glaube nämlich sogar im Urtext ist es nicht zu allen Zeiten, weil dann muss ich das auch im Alten Testament finden. Irgendwo. Oder ich muss es irgendwo anders finden. Ja? Wir müssen die Bibel anschauen. Wir müssen zwei Zeugen finden. Das gibt's nicht in der Bibel. Ja? Ich kann jetzt sagen, ja, die Frau hat auch den Heiligen Geist, aber sie ist, weil ich das will, gehindert zu sprechen. Oder dass sie den Heiligen Geist voll hier jetzt da Raum gibt. Ja? Ach nein, weil sie Frau ist, darf der Heilige Geist ja nicht so in ihr arbeiten, wie in einem Mann. Ja, und wer macht jetzt nun diese Regeln? Ja? Wer macht nun diese Regeln, Leute? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das sind Auslegungen. Das sind kulturelle Annahmen. Ja? Historische Annahmen. Traditionen. Traditionen. Leute, diese Traditionen gab es während, ganz besonders während Jesus Zeit schon. Die Frauen waren nichts während Jesus Zeit unter den Juden. Ja? Sie war fast wie Sklavin. Der Mann konnte alles tun, was er wollte. Deswegen letzte Woche, er konnte seine Frau einfach entlassen, ohne Scheidebrief, sie einfach weg aus dem Haus schmeißen. Ja? Ihr nichts geben. Einfach so. Und dann war sie da und hat gar nichts gehabt. Ja, dann ist sie wieder drauf angewiesen, war sie wieder angewiesen, zu heiraten. Und wenn sie aber keinen Scheidebrief hatte, dann konnte ihr der ist ja noch Ehemann gewesen, konnte sie steinigen lassen. Leute, stellt euch das vor. Ja? So ging es damals zu. Dann hat Jesus gesagt, nee, Leute, so geht das nicht. Ja? So geht es nicht. Ja, warum? Weil er halt die Frauen wirklich beschützt hat. Jesus hat die Frauen immer geschützt. Genauso wie Moses. Unter dem Gesetz Moses ist die Frau geschützt. Ja? Da ist sie nicht einfach, ja, ordne dich unter oder solche. Oder du hast kein Recht zu reden. Die Schwester von Moses hatte das Recht zu reden. Sie war Prophetin. Ja? Unter Moses hatten sie eine Richterin. Ja? Die haben nicht zu ihr gesagt, du darfst nicht reden, weil du eine Frau bist. Nee, ist damals, ja, die Männer, die waren ja so und so abgefallen. Da mussten sie eine Frau holen. Die als also musste Gott eine Frau benutzen, um sein Wort weiterzugeben. Aber er macht es trotzdem. Ja, er sucht die Männer aus, weil die Männer eigentlich kulturell eine bessere Stellung haben als die Frauen. Deswegen hat er ja traditionell mehr Männer benutzt, um zu führen als Frauen. Und das ist der einzigste Grund. Nicht, weil der Mann besser ist oder nicht so leicht verführbar ist, weil das ist ja nicht der Fall, weil die Männer genauso verführbar sind wie die Frauen. Das muss man auch anschauen. Sind die Frauen wirklich mehr verführbar als die Männer? Oder war das eine Frage, die halt
Paulus gestellt hat. Und auch wenn Paulus das gedacht hat, dann war es halt vielleicht seine Meinung. Aber das ist also 100% nicht vom Heiligen Geist gekommen, weil, wenn man das sich überlegt, das stimmt nicht. Ja? Die Männer sind genauso verführbar wie die Frauen. Das ist eigentlich ganz logisch. Oder das kann man beobachten. Da kann man eine Studie machen und gucken, wie viele Frauen verführbar sind und wie viele Männer. Dann sehen wir nämlich ganz genau, dass auch die Männer verführbar sind. Und wenn man nur die Männer, also nur die Männer führen, ist ja ganz klar, dass die genauso verführt werden. Und das sehen wir heute. Wir sehen das ganz genau, wie heute die Männer verführt sind. Wenn die Männer nicht so verführt wären, dann würden sie nicht solche falschen Lehren verkünden. Ja? Dann würden sie diese falsche, gerade besonders über Endzeit, was da falsche Lehrer gibt, ja, und es sind ja meistens wirklich Männer. Schaut euch mal an, wie viele Frauen Endzeit wirklich predigen. Ganz wenige, ja, sind ja die meisten die Männer. Und dann gucken wir, aha, wer sind die Verführer? Und dann, wenn Paulus schreibt, ja, sie sind mehr verführbar, vielleicht war das halt eine Frage und nicht jetzt Tatsache. Oder war es vielleicht seine Meinung? Ich habe keine Ahnung. Es ist schwer nachzuprüfen, was er da wirklich mal gedacht hat. Aber wir müssen das in anderen Stellen finden. Das können wir nicht in anderen Stellen finden. Ich habe das auch in meinem letzten Video gesagt. Wir müssen immer zwei oder drei Zeugen haben und aufhören auszulegen. Ja, gut, ich kann schon sagen, ja, das ist meine Meinung. Da muss ich das aber auch dazu sagen. Und sagen, es ist meine Meinung. Ja? Und dann wisst ihr ganz genau, wenn es meine Meinung ist, es ist nicht 100% in der Bibel. Ich nehme das an, weil ich das und das und das und das sehe, dann nehme ich halt das an. Ja? Okay? Aber wir müssen das sagen. Und wir müssen aufhören, auszulegen. Ja, auszulegen. Im Reich Gottes, wir sehen das von Paulus, da sind wir alle gleich. Nicht gleich, sondern gleichberechtigt. Weil er hat da den Körper benutzt als Beispiel. Ja, es gibt Augen, es gibt Herzen, es gibt Lungen, es gibt verschiedene Dinge im Körper, Hände, Finger, Füße, was weiß ich was. Ja, und in dem Sinn sind wir anders. Ja, aber alle Teile sind gleichberechtigt. Ja, einer ist nicht wichtiger, das Auge ist nicht wichtiger wie die Nase oder den Mund oder überhaupt den kleinen Finger. Das sagt Paulus eindeutig. Und wenn ihr das nicht kennt, ja, dann müsst ihr Paulus die Briefe von Paulus lesen. Ja? Müsst ihr das lesen? Wenn ihr nicht wisst, wo es ist, wenn ihr es nicht finden könnt, sagt es mir, ich werde es euch dann zeigen. Oder zeigen. Ich werde es euch schicken. Also ich kann es auf jeden Fall finden. Ich habe es jetzt nicht gerade in meinem Kopf. Ja, und ich war, es kann sein, im 1. Korinther. 1. Korinther, ich weiß es jetzt nicht, ob es im 1. Korinther ist. Vielleicht 12 oder 11 oder sowas. Ja, ich weiß, da redete er dann von den Gaben in 12. Ja, ihr müsst vielleicht 1. Korinther lesen. Ja, und wenn ihr es da nicht findet, dann findet es irgendwo anders. Ja, das heißt, der Körper, also die Kirche, die Gemeinde, ist wie ein Körper. Ja, jeder hat eine andere Aufgabe. Das heißt aber nicht, dass es männliche Augen gibt und weibliche Augen. Es gibt nur Augen. Ja, die Männer sind nicht jetzt der Mund oder ein Herz oder sonst was. Ja, und die Frauen sind nur kleine Finger oder Hand. Ja, oder Fuß oder sonstiges. Nein, ganz egal. Ein Mann oder eine Frau kann eben Auge sein, Mund, Nase und so weiter. Weil da kein Unterschied gemacht wird, Leute. Ja? Weil Gott hat uns gemacht als Mann und Frau, als Gegenüber und zusammen sind wir Mensch. Ja, Mensch.
Beide sind wichtig und beide ergänzen sich. Und nicht andersrum. Der Mann, die Frau wurde nicht kreiert, wie man so oft sagt, für den Mann. Ja? Damit der Mann ein Sklave hat oder sowas. Oder sogar ein Diener oder sonst was. Nein, nein. Die Frau wurde geschaffen, genau wie der Mann, als Helfer. Die sollen sich beide helfen, ergänzen. Ja? Ganz wichtig. Und so ist halt dann auch die Gemeinde angeordnet. Und wenn wir wissen, wie Gott den Mann und den Frau geschaffen hat, dann müssen wir diese Dinge anwenden in der Gemeinde und genauso in der Ehe. Ehe ist nicht ausgeschlossen. Auch in der Ehe sind beide Partner. Ja? Beide ergänzen sich. Ich sage nicht, dass eine Frau und ein Mann gleich ist. Das würde ich nie sagen. Sie können auch verschiedene Aufgaben haben. Ja? Verschiedene Gaben haben. Aber durch diese Gaben, verschiedene Gaben, ergänzen sie sich. Und einer ist nicht besser wie der andere. Und der eine führt nicht und der andere nicht. Weil in der Gabe, in der dieser der eine hat, in der führt er in der Ehe zum Beispiel. Ja? Was auch immer die Gabe ist von dem Einzelnen. Das ist aber nicht jetzt festgelegt, ja, dass ein Mann zum Beispiel bestimmte Gaben hat, eine Frau bestimmte Gaben. Ja? Wir haben das gesellschaftlich festgelegt. Wir haben gesellschaftlich festgelegt, von früher her, die Frau, natürlich, weil sie die Kinder bekommt, bleibt sie auch mit den Kindern zu Hause und erzieht die Kinder. Also mal so festgelegt, das war halt mal so gemacht, von Anfang an, 6000 Jahren, war das schon immer so. Ja? Aber das heißt noch lange nicht, dass es so von Gott erschaffen ist. Die Frau kann wesentlich mehr machen, wie nur die Kinder erziehen. Ja? Sie hat andere Gaben. Zum Beispiel, sie zieht ja nicht bloß die Kinder, sondern sie kocht zum Beispiel dann auch, weil sie ja dann schon zu Hause ist. Sie kann einen Gatten haben, sie kann nähen, sie kann verschiedene Dinge. Sie kann die finanziellen, also die Finanzen regeln, ja. Das sind sehr viele Dinge und da braucht man natürlich auch den Kopf dazu, um die ganzen Dinge zu regeln. Und die Frau kann trotzdem auch mehr Dinge tun, als jetzt nur die Kinder zu versorgen. Wenn die Kinder älter werden, kann die Frau wieder mehr machen. Ja? Auch wenn die Kinder klein sind. Ich kenne viele Frauen, die trotzdem aktiv sind, eben in der Gemeinde. Auch kann eine Frau trotzdem predigen, wenn sie auch Kinder hat. Oh nein, die Frauen dürfen ja nicht reden. Ja, aber der Heilige Geist sagt ihnen doch, was sie zu sagen haben. Ich rede jetzt nicht davon, dass sie einfach plappern sollen. Ja? Sondern der Heilige Geist, wenn der Heilige Geist ihnen etwas sagt, dass sie das einfach preisgeben. Ja? Und wenn wir einfach das verstehen, wie Gott wirklich den Menschen geschaffen hat, was ja ich dann eindeutig eben gesehen habe in meiner Studie, ja, dann können wir, dann müssen wir die Augen aufmachen und sagen, hallo? Im Reich Gottes ist Gleichberechtigung. Da hat jeder vielleicht eine andere Gabe, aber eine Gabe ist nicht besser wie die andere. Nur weil ich jetzt ein Pastor stehe ich nicht über den anderen. Nur weil ich jetzt, was weiß ich, ein Ältester bin oder was weiß ich was, stehe ich nicht über dem anderen. Nur weil ich die Gabe habe, Zungen zu reden, stehe ich nicht über die anderen. Nur weil ich die Gabe habe, vielleicht zur Prophetie, stehe ich nicht über den anderen. Ich habe eine Gabe und die Gabe gebe ich der Gemeinde als Unterstützung und Service. Ja? Dass ich der Gemeinde diene dadurch. Meine Herren, meine Nase läuft und läuft.
Ja, das kommt von, es kommt passiert immer, wenn ich auf einen bestimmten Wanderweg wandere. Bei uns ist ganz, ganz schlimm trocken und windig zurzeit. Also wir haben schon ewiglich keinen Regen mehr gehabt. Und wenn ich sage ewiglich Monate, denke ich, und dann ist alles furchtbar trocken. Und wenn jetzt dann der Wind noch so bläst, dann ist das ganz, ganz schlimm. Ich habe dann wirklich, ich glaube, das sind allergische Reaktionen, die ich dann habe. Aber es tut mir leid, dass ich halt da jetzt da tropfende Nase habe. Ich bin nicht erkältet oder so. Es hat gerade angefangen nach meiner Wanderung. Aber ja, ich werde jetzt zum Ende kommen, meine Lieben. Ich hoffe, dass ihr das versteht, warum ich eben das glaube, was ich glaube. Weil es muss sich darauf basieren, wie halt Gott den Menschen geschaffen hat. Und wie wir nicht glauben, dass Gott den Menschen gleichberechtigt erschaffen hat. Und wenn man einfach glaubt, hallo, Gott hat den Mann geschaffen, damit er über der Frau regiert, also Genesis 3,16, ja, wenn ich glaube, dass Gott es wirklich geschaffen hat, ja, dann werde ich das auch an anderen Stellen anwenden. Ich glaube, naja gut, vielleicht ist es nicht, dass ich das glaube, sondern das sieht man einfach, dass der Mann, also ich kann das sehen, ich weiß nicht, ob ich es ihr sehen kann, aber der Mann hat ja der Frau die Menschheit gestohlen, indem er für sich den Namen Ha-Adam behalten hat. Hat er das gewusst? Ich glaube schon. Ja, das ist jetzt wieder meine Annahme. Hat er das Absicht gemacht? Okay. Könnt ihr euch überlegen. Aber es ist so gewesen. Es steht auch in Genesis drin. Der Mann hat der Frau einen neuen Namen gegeben. Er hat sie Eva genannt. Und das heißt nicht, dass die Frau vorher keinen Namen hatte. Der Name war Ha-Adam. Aber, und das heißt ja Mensch. Ja? Ich habe ja schon gesagt, Ha-Adam ist das hebräische Wort für Mensch. Aber der Mann hat die Frau benannt, Eva. Und hat aber dadurch für sich selbst diesen Namen Adam behalten, der, das heißt Mensch. Das heißt, er hat sich selbst zum Menschen gelassen, ja, er ist der Mensch. Und die Frau wurde nun die Mutter aller Lebendigen, sozusagen, also wenn man das übersetzt, Eva. Ja? Ich sag immer, sie ist dann Gebärmutter geworden oder Gebärmaschine. Ja, und so wurde sie halt dann, es sieht man halt dann im Geschichtlichen, dass sie halt so wirklich zu einem, ja, ich kann jetzt sagen Unmensch, aber Untermensch wurde. Eigentlich kein Mensch. Weil sogar schon die Griechen oder immer noch die Griechen haben die Frau nicht als vollen Menschen akzeptiert. Sie war kein voller Mensch. Und die Juden genauso während der Zeit von Jesus kamen sie der gleichen Überzeugung, obwohl sie genau gesehen haben, aha, Mensch, Ha-Adam, Mensch, ja, aber sie haben das nicht akzeptiert, dass auch die Frau Ha-Adam ist. Ja, nee, Ha-Adam, die ist nicht Ha-Adam, sie ist Eva. Ja, so kompliziert geht es halt in der Geschichte vor sich und wir werden halt schon von Anfang an verführt. Und wenn wir nicht endlich anfangen, Dinge nachzuforschen, dann werden wir weiterhin und weiterhin verführt. Ja, das ist immer weitergegangen. Und wir gehen natürlich nach diesen Traditionen und wir müssen endlich mal aufhören. Und das ist halt das, auch das ganze System, das Babylon-System. Ja? Das Babylon-System hat ja nicht angefangen jetzt mit der katholischen Kirche. Ja? Babylon-System existiert schon. Das falsche System, ja, religiöse System existiert ja schon 6000 Jahren.
Aber halt das Neue, dieser Mann der Sünde, fing halt da an. Diese Babylon, die Große. Aber das Babylon-System existierte schon vorher. Dieses götzendienende System, das ja Gottes Wille total kaputt gemacht hat. Ja, und Gottes Plan. Ja, so ist, steht die Lage, und wir müssen halt da aufwachen. Wir müssen da aufwachen. Naja, Leute, mein Buch kann man auch erhalten auf Amazon, also Amazon, ich weiß auch nicht, also .com, ich weiß nicht, auf Deutsch wird es wahrscheinlich nicht geben. The Mystery of Adam by Edith Neumeyer. Da könnt ihr das finden, ja. Aber ich komme dann wirklich zum Ende, es ist Zeit. Lasst den Heiligen Geist euch leiten.